Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man, die Stadt, die niemals schläft, Kapitel 3. MJ will sich einfach nicht mehr melden, das ist dann so. Dann gehe ich lieber mal dahin. Juhu! Wo? Oh. Ja, ich weiß. Aber wenn ich ein Verbrechen sehe, kann ich so schwer. Jetzt steckt ihr aber ziemlich in der Klemme. Einer riesigen, explosiven Klemme. Ja, es ist Spider-Man. Krass, ich weiß. Wollte ich gar nicht, aber. Spider-Man hat es noch drauf. Ja, hab ich. Cool, oder? Boah, er haut mir voll aufs Maul. Achso, das ist Police. Police! Das war die Police. Das hätte böse enden können. Hat es aber nicht. Und zwar nur haben wir ein Verbrechensfinanzviertel abgeschlossen. Ja, dann kann ich jetzt hier auch nicht mehr gestört werden. Das Signal kommt hier irgendwo aus der Nähe. Ja, ja, ist gut, Spidey, ist gut, Spidey. Wir kriegen das schon raus. Na gut, dann gehe ich jetzt. Der Eingang zu seinem Versteck muss ganz in der Nähe sein. Ja, ja, danke, Spidey, danke. Bestimmt unter der Erde. Dann gehe ich der Sache mal auf den Grund. Ja, keine Ahnung, ob das zutreffend ist, aber sei es drum. Das ist ein cooler Auftritt gewesen. Ein neuer Geruch. Hoffe, ich finde Sable, bevor die Dämpfe sie umhauen. Wäre schön, wenn ich hier durchkäme, ohne nass zu werden. Don't know. Lass mal gucken. Hallo! Das ist so cool. Hey, wow. Ist denn so sieh dir das an. Wie viel Arbeit nötig ist, um die Stadt zu versorgen. Wahnsinn. Frischwasser ist für mich nie wieder selbstverständlich. Aha. Na dann. Wenn du das so sagst, Spidey. Aber wo? Eventuell da hinten? Kann das... Ich schwimme einfach mit dem Strom. Mit dem Sturm, Strom schwimmen? Okay. Und mir aus. Ich wollte trotzdem nicht nass werden, also es ist bei Hallo? Das ist schon ziemlich. Das ist echt cool. Ah! Ah! Oh, Spidey, wirklich? Hier ist niemand. Wer ist hier? Niemand ist hier. Aha. Nein! Oh Gott. Okay, denk dran, Pete. Manche Bakterien sind gute Bakterien. Ja, aber diese nicht. Danke. Aber es ist jetzt langsam. Aha. Okay, wo führt das wohl hin? Jetzt bin ich doch nass geworden. Sieht nach losen Steinen aus. Ja. Gut. Okay, weiter. Spidey, warum willst du da nicht durch? Warum willst du da nicht durch? Habe ich irgendwas missverstanden? Ich stand zu nah dran. Hör mal, Leute. Sie haben eine alte U-Bahn-Station übernommen. Ja, krass, ich muss ne? die Typen ausschalten und dann Sable suchen. Hey, willst du wissen, was ich mir dachte? Nein. Ja, nicht. Ich dachte mir, wir brauchen eine Versicherung. Wofür? Der Boss hat... Ups. Ich wäre ein schrecklicher Ninja. Hoppala, ich wollte eigentlich gar nicht darunter, aber irgendwie hat Spidey gedacht, ach ja. Ist das nicht gut? Nein, das ist nicht gut. Nein, mach ich nicht. Guck ihn dir an, wir hat es gebrauchen, da hochzukommen. Au. Ich kämpfe fair. Ihr kämpft ein bisschen unfair mit eurem 60 Gegner gegen einen. Du bist ein toter Mann!
Zeit den Scharfschützen da hinten machen, ne? Bringt ihn auf den Boden! So? Okay, das waren alle. So, ich wette, wenn ich den Stromkabeln folge, werde ich auch Sable finden. Welche? Hoffentlich ist dieser Waggon nicht beladen. Meint er dieses riesen Stromkabel? Er meint nicht dieses riesen Stromkabel. Er meint dieses Riesenstromkabel? Ja, nein, vielleicht? Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie lautlos erledigen lässt. Gut. Okay, dem gelben Kabel nach. Hoffentlich gibt's hier keine Löwen, Tiger oder Bären. Ich würde mir um Krokodile-Ehrgedanken machen. Das ist immer eine Kanalisation. Ah, ja? Der Tunnel ist dicht. Ich glaube, ich kann mich durchzwängen. Dann mal ganz vorsichtig und nicht zerquetschen lassen, kleine Spinne. Bin ich jetzt in eine Sackgasse gelaufen? Nein. Na gut. Aber wie haben die das Kabel denn verlegt, wenn da alles... Ach komm, stelle zu viele Fragen, ha? Huh? Mein guter Anzug, Leute, mein guter Anzug. Leichensäcke? Oh, interessante Wendung. Was soll mit dem passieren? Er ist da drin gestorben, wie die anderen. Wer war er? Den Namen weiß ich nicht. Salt Castle, glaube ich. War's blutig? Nein, der wurde einfach blau. Er hat da drin nicht mehr geatmet oder so. Sag mal, hattest du die Sauerstoffleitung überprüft? Ja. Ich beeile mich lieber und finde Sable. Ja, ja. Ja, ja. Spidey, ja, ja. Ups. Das hier scheint die Hauptoperationsbasis zu sein. Und niemand ist hier? Sable Jetpacks. Ich würde dafür bezahlen, die ersten Flugversuche von Hammerheads Leuten zu sehen. Das ganze Zeug gehört, Sable. Ja, aber das meiste ist im Ausland. Was denkst du gerade, Boss? Ich denke daran, dass sie die Stadt in nur ein paar Tagen übernommen hat. Du meinst damals bei der Teufelsatem-Sache? Ja, das war irre. Ja, das war irre. Eigentlich nicht mit der richtigen Ausrüstung. Tja, wir haben die Grabdinger. Nicht gut genug. Grabdinger. Wenn wir die besten Sachen wollen, brauchen wir sie. Ja, okay. Und wie kriegen wir sie? Klaut weiterhin ihr Zeug. Sie wird herkommen. Dieses dämliche Mückenvieh. Da, da, genau da. Ich habe ein blaues Auge dank der Mücke. Und vor allen Dingen, erzähl mal irgendjemanden, du hast wegen der Mücke einen blauen Fleck. Glaubt dir kein Mensch. Dieser Kopf hat mich fast umgebracht. Du sagtest doch, ich sei unzerstörbar. Ich sagte, beinahe unzerstörbar. Sie sind immer noch ein Mensch. Dann mach, dass das aufhört. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Das, was ich sage, an die Arbeit. Völlig irrer Typ. Völlig crazy, der Dude. Wow. Wenn Hammerhead das Ding in die Finger kriegt, haben wir echte Probleme. Ja. Ey, Sable. Achso, ja, ich soll ja dem... Ups, da geht's weiter. Projekt Olympus. Diese Kapsel... Ich sage doch, ich habe die Dinger nur gebaut. Ich habe sie nicht entwickelt. Wir haben wohl den Falschen.
Positiv gesehen, eine erste Versuchsperson. Nein! Nein! Nicht einschalten! Bitte gebt mir ein paar Minuten! Ich kriege das hin! Na, das höre ich doch gern. Hammerhead ist genauso wild wie jeder andere Gegner von Spider-Man. Nun! Nee, irgendwie. Was übersehe ich hier gerade? Ich sollte mich umsehen und mehr herausfinden. Ah, schaut's mal. XRT-89. Unterirdisches Truppeneinsatzfahrzeug. Das ist der Name? Ich bleibe bei Graber. Ich finde Graber auch schlauer. Graber finde ich noch schlauer. Sable, sie muss in der Nähe sein. Da! Der einzige Weg raus ist dadurch. Ach komm, Spidey. Wenn eine Frau schreit, hängst du nicht fest. Spidey? No one knows what he did. No one knows. Hochspannungsdrähte und Kanalwasser. Was soll da schon schief gehen? Weiß ich nicht. Eine Erkenntnis in diesem Höhlenirrgarten ist jedenfalls, dass Hammerhead weniger Schläger und mehr Sicherheitsbeauftragte braucht. Nein, nein, vergiss es. Natürlich, sie ist noch unter Schmerzen und allem, aber sie droht ihm noch. Oh, ist die Batterie alle? Vollidiot. Oh, er hat die schon erwischt. Oh, mit dem gebohrten Arm. Leg dich nie mit einer Frau an. Du hast mich gesucht. Das nennt man Teamwork. Warum? Weil ich dich brauche. Ja. Ich arbeite allein. Das habe ich auch mal gesagt. Ich weiß, was in Symkaria passiert. Ich weiß, warum dir das so wichtig ist. Das glaubst du nur, aber du weißt es nicht. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Pass auf, ich weiß, wie man das Monster erledigt, aber ich schaff's nicht allein. Verdammt, er hat sie befreit! Und die sind was? Och nö. Okay, hier ist der Plan. Ich nehme. Guter Plan. Ich stopp dich in den Boden! Können die irgendwas Besonderes oder die auch nur wie jeder andere auch? So ein Mist! Also tödlich erwähnt! Sable ist auch anders wild. Wie oft habe ich eigentlich Personen in einem Videogame, die einfach anders wild sind? Ich meine, wir hatten in Resident Evil 4 Saddler und Krauser und... Vorsicht, sie arbeiten zusammen! Hier haben wir Hammerhead und Sable auf ihre Weise auch wild. Irgendwie ist das so die Definition von sehr seltsamen... Danke. Er hat mich geworfen, ich habe keinen Schaden genommen. Ist doch schön. Wenn ich fertig mit dir bin, zieh sie dich von den Betten. Das ist nett von dir, danke. Wen jetzt? Deine mich oder Sable? Ich will wissen, wie man sie benutzt. Das ist echt schade. Aber da ist dieses Problem mit geistigem Eigentum. Das ist ziemlich cool gewesen. Das war Wahnsinn! High five! Du sagtest, du kannst Hammerhead schlagen. Hey, du hättest einschlagen müssen. Hahaha.
Er gibt sich Mühe. Hier drin sind seine Krankenakten. Ja, hauptsächlich über die Platte in seinem Kopf. Carbonstahl. Ja, super stark, empfindlich gegen Hitze. Ich habe eine Idee. Ach, gib's ihm doch. Ich schwöre bei allem, dass ich tue, was du mir sagst. Ich melde mich. Au. Aber okay. Das war cool. Leute, das entschädigt einige der Questen, die ich hier drin hatte. Diese coole Zwischensequenzen. Ich mach's bei die Arbeit, während ich auf Sables Anruf warte. Natürlich machen wir es bei die Arbeit. Hey, was ist das? Was ist das? Was ist mit den ganzen gelben Sachen? Weiß ich nicht. Ist das von irgendeinem Straßenkünstler? Weiß ich nicht. Nee, wie kann ich denn... Kann ich denn irgendwas Cooles damit machen? Ja, aber irgendwie kann ich nichts damit machen. Das ist eben... ja, okay. Ich würde gern irgendwas Cooles damit machen, aber er lässt mich nicht. Oh, warte mal, da ist noch mehr. Ein Polizeibericht. Anscheinend wurde jemand bei einem Überfall getötet, aber es wurde nichts gestohlen. Was ist mit dem Audiorekorder? Sie leiden also unter arbeitsbedingtem Stress. Dann sind Sie hier richtig. Das ist mein Spezialgebiet. Habe ich gehört. Beschreiben Sie mir genauer, wie Sie sich fühlen. Ich schätze, ich setze mich selber sehr unter Druck. Ich will immer der Beste sein und mein Boss ist sehr anspruchsvoll. Was machen Sie beruflich? Sie stehen hier unter Schweigepflicht, richtig? Natürlich. Gut, denn wenn irgendwas diesen Raum verlässt, sind sie tot. Also was illegal. Auf der Akte steht 1 von 9. Es muss in der Stadt noch mehr davon geben. Hier sind ein paar GPS-Koordinaten. Ah, Nebenquest-Time. Ich liebe ja Schatzsuchen, aber irgendwas sagt mir, dass ich da nirgendwo eine Truhe voll Gold finden werde. Nein, das wollte ich nicht. Ich will mir das mal angucken. Mit da vorne. Ich glaube, ich bin nah an einem anderen Tatort. Da oben. Die Visitenkarte der geheimnisvollen Person. Bitte, mach ich halbwegs gerne. Warte mal, was? Hey Peter, hey, Miles. Dass du weißt, ich habe das Haus nicht verlassen. Freut mich zu hören. Was gibt's? Ich habe den Polizeifunk gehört. In der Stadt passiert eine Menge, und zwar die ganze Zeit. Ziemlich überwältigend, was? Wie schaffst du das? Ich meine, du kannst ja nicht überall sein. Weißt du noch, was May immer sagte? Hilfst du einem, hilfst du allen. Ja, aber ich habe nie verstanden, was sie damit meint. Okay, weißt du noch, die Frau, die mit ihren beiden Kindern ins Feast kam? Die zwangsgeräumt wurde? Ja. Als sie wieder einen Job und eine neue Wohnung hatte, sagte sie, sobald mein erstes Gehalt da ist, spende ich so viel wie möglich an dieses Asyl. Ich würde gerne. Also, wir helfen ihr, jetzt hilft sie anderen. Helfen wirkt wie ein Multiplikator. Ganz genau. May war wirklich ziemlich toll. Die tollste. Ich schicke dir eine Adresse, sobald ich hier fertig bin. Also halt dich bereit. Gott, ich will doch nur nach da oben. Und bring diese Netzschießer mit. Endlich! Nur fast? Ich sehe nur fast aus wie Spider-Man. Wie sieht denn Spider-Man deiner Ansicht nach aus? So, na also. Ich war dir noch nie so nah. Herzlichen Glückwunsch. Das kommt mir bekannt vor. Der letzte Aufenthaltsort eines Magier-Informanten, der vor ein paar Monaten verschwunden ist. Haben Sie mir gerade gedroht? Wir sollten die Sitzung beenden.
Sorry, Doc. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin etwas paranoid. Wie gesagt, stressiger Job. Okay. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Arbeit. Wie sieht Ihr Alltag aus? Alltag. Ich wache auf und schaue auf mein Telefon. Der Boss sagt mir, um wen ich mich kümmern soll, dann frühstücke ich. Ich probiere gerade diese Keto-Diät aus, wissen Sie? Funktioniert die? Dann führe ich den Auftrag aus. Manchmal muss ich dann nach Hause und mich waschen. Nachmittags mache ich öfter Sport, danach Abendessen. Entschuldigung, einen Moment bitte. Was heißt den Auftrag ausführen? Bist du ein naiver Doc? Ich töte, wenn mein Boss mir aufträgt. Ich bin ganz gut darin. Hab schon einige Erfahrungen. Der Typ klingt wie ein Handlanger. Der Typ klingt wie ein Handlanger von Ögrindfilm. Also warum? Handlanger der Magier. Das scheint nur ein Teil der Geschichte zu sein. Ich sollte nach weiteren solchen Orten suchen. Peter, das wollte ich machen, aber du hast mich nicht gelassen. Das ist das Schlimmste daran. Das ist jetzt das erste Mal, dass mich mal wieder was interessiert an Sammelgoodies. Das haben wir im zweiten DLC komplett gefehlt, wenn ich ehrlich bin. So diese Motivation, durch die Stadt zu cruisen und was einsammeln zu wollen. Da war man in dem Hauptgame durchaus deutlich motivierter. Oder auch in dem Black Cat-Ding, da war man auch... Ich müsste nah dran sein. Okay, wo? Wo gelbe? Wo gelbe Dingster-Boomster? Warte mal. Irgendwo muss ja gelb-dingster-bumster sein, ne? Gelbe Bänders. Hier nicht. Hier auch nicht. Wer auch immer diese Orte herrichtet, mag die Farbe gelb. Ja, wenn ich es gefunden hätte, Peter. Haha. Ich sehe was ihr auch gesehen habt. Nein! Ich glaube, ich bin gerade sogar dran. Oh. Eigendüsert. Das ist irgendwie cool. Gebe ich zu. Wird mir da gerade ein Verbrechen eingeblendet? Bitte nicht. Ich sehe es. Ich bin bereit. Komm zu meiner Basis. Ich wollte schon länger fragen, wie kannst du eine Basis in der Stadt haben, von der ich nichts weiß? Okay, bis bald. Sagen wir mal, was der Rekorder zu bieten hat. Und was denken Sie, Doc? Klinisch gesehen sind Sie ein Soziopath. Gute Erkenntnis. Sie bereuen Ihre Taten nicht, Sie lösen auch keinen Stress aus. Ich bezweifle, dass Sie glauben, mit Ihnen stimme etwas nicht. Warum sind Sie also heute wirklich hier? Um Sie umzubringen. Sie sind schlau, das gefällt mir. Okay, kommen wir zur Sache. Tun Sie, was ich sage, dann lasse ich Ihre Familie leben. Wow. Kommen wir zur Sache, okay? Ich weiß, warum Sie hier sind. Als Sie reinkamen, wusste ich sofort, wer Sie sind. Und ich weiß noch etwas. Bevor ich irgendetwas für Sie tue, werden Sie etwas für mich tun. Also das kam überraschend. Diese Tatorte sehen alle wie getarnte Magierverbrechen aus. Und wenn der Typ auf dem Band ein Magierhandlanger ist, dann hat er vielleicht diese ganzen Leute getötet. Das finde ich irgendwie ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Das möchte ich... Ich meine, so viele sind das nicht. 3 von 9. Gleich haben wir fast die Hälfte. Ui. You got this, Spider-Man. I know. I'm the amazing Spider-Man. Ja, wenn natürlich da ein Verbrechen ist, kann ich das nicht auf mir sitzen lassen. Ach, wir haben schon lange keine Just Facts mehr gehabt. Wer ist dabei? Spider-Man. Immer das Gleiche, immer dieselbe Gefahr. Aber auch eine schreckliche Neuigkeit. Laut meinen Quellen soll Magier Boss Hammerhead... Du bist nicht sehr wachsam.
Naja, Spidey, du bist hier mal auf den Kopf gesprungen, also. Ach, so eine Mission ist das hier wieder. Verdammte Tür! Ihr verliert von allen Seiten Leute. Er hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Der muss verdammt gut bezahlen, der Typ. Au. Das geht einfach gerade ein bisschen schneller. Das ist nicht gut. Könnte der nächste Trupp vielleicht was zu essen mitbringen? Ich krieg langsam Hunger. Keinen mehr verlieren. Du bist ein Vordermann. Ich will ja keinen ins Auto lassen, das ist das Thema. Na gut. Nein, nein, jetzt mach's los. Immer diese Brechen hier. Ach, Gott sei Dank. Danke, Polizei. Oh. Sperrt die Gegend ab! Was? Ach, da ist noch einer. Ist der im Gebäude? Drin ist. Ja gut, auch ein Spiel wie Spider-Man ist halt einfach nicht perfekt. Ich könnte versuchen. Eigentlich habe ich keine Option. Er hat sich da reingebackt. Kommt bestimmt zurecht, Jungs. Ich habe größere Fische am Haken. Sag mir nicht, ich komme jetzt nicht zu Rande, weil... Ah, doch. Das war jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. Man merkt, dass wieder Normalität eingekehrt ist. Spider-Man verschwindet! Es ist wieder Normalität eingekehrt. Ich bin vor dem Verbrechen weggerannt, weil er sich in eine Mauer verpackt hat. Naja. Aua. Ah. Scheiße. Alle Einheiten haben Kontakt zum Sable-Transporter verloren. Im West Village wurde ein Vorfall gemeldet. Wo denn? Wieder weg? Wieder weg. Oder? Ja, wieder weg. Dann nicht. Versuche ich meinen Plan jetzt mal durchzusetzen, hier das zu finden. War jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Das sehe ich mir genauer an. Viel Absperrband und Ausrüstung an diesen Tatorten. Wer auch immer das war, hat Zugriff auf dieses Zeug. Yuri hat mir erzählt, dass hier jemand ertrunken ist. Es kam mir verdächtig vor, weil das Opfer hervorragend schwimmen konnte. Auf der letzten Aufnahme hat der Therapeut den Spieß umgedreht. Da sind Sie ja. Setzen Sie sich. Haben Sie das, Das sollte Ihr Kapitalproblem beheben. Okay. Das tut es allerdings. Danke. Also, ich nehme an, Sie sind hier, weil ich einige Polizeibeamte behandle. Da liegen Sie richtig. Aber mein Boss und mich interessiert nur eine Patientin. Um wen geht es? Captain Yuri Watanabe. Yuri? Was hat sie damit zu tun? Ich fürchte mich vor dem Ende dieser Geschichte, aber ich muss dranbleiben. Das bleiben wir auch, Spidey. Du bist ein toter Mann! Ach, Mist!
Au, sag mal. Schwein. Schlechter Tag, dich mit uns anzulegen. Ach, komm. Schlechter Tag, sich mit uns anzulegen. Ach. Du, Spenner. Das war's mit dir. Raketen zu einem... Weiß ich nicht. So, da hinten möchte ich hin. Spinnenkampf mit! Vollidioten? Dann erfahren wir doch noch was über Yuri, okay. Wird mich nämlich in der Tat... 1080, wir verfolgen Magier mit gestohlener Säbelausrüstung. Wo? Okay, dann nicht. Dann war das Verbrechen wohl nicht so tragisch. Ich bin dran vorbei. Ah, ich bin dran vorbei. Hallo? Ist das Outfit? Weiß ich nicht. Es muss hier in der Nähe sein. Kennst du nicht Spider-Man? Noch etwas für mich. Ja, ich bin Spidey-Man. Geil, oder? Nee. Ist das wieder unten drunter oder? Oldschool um. Ich gehe jetzt mal ganz legit wie jeder normale Bürger einfach die Treppe hoch. Na? Achtung! Magier schießt aus gestohlenen Transportern auf Polizei. Bitte unverzüglich nach Chelsea. Ja, Moment. Wenn Spider-Man es kann, warum ich nicht? Weil du ein Vollidiot bist. Ich bin in Form. Maske, Spider-Körper, Schlaganett und Unterricht. Ach, komm. Komm schon. Weil das kann doch nicht sein. Danke. Ey, komm. Uff. Nee. Nein, Spidey. Bitte, komm schon. Manchmal will er auch nicht so, wie ich will, ne? So, nochmal. Alter. Die Position ist denkbar beschissen. Nein. 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 Noch viel weniger. Ey, Spidey! Sag mal, du Lemurenhuhn! Könnte ich, will ich nicht. Haltet also alle die Fresse! Sag mal, was muss ich tun, damit ich dann das da oben dran komme? Noch eine Akte und ein Rekorder. Ja, danke, Spidey. Aber wie komme ich da oben dran? So nicht. Sag mal, Leute, was ist denn das für eine Rotze? Wie soll man denn da oben ankommen? Ach, das geht. Das geht, ja? Ich glaube, hier gab es einen Fall von Fahrerflucht. Das Opfer sollte eigentlich gegen einen von Hammerheads Leuten aussagen. Die Polizei hat natürlich keinen Verdächtigen gefunden. In der letzten Aufnahme haben sie über Yuris Krankenakte gesprochen. Hier ist Captain Watanabes Akte. Das ist alles? Ja. Haben Sie Sitzungen von ihr aufgezeichnet? Nein, ich zeichne Sitzungen nie auf. Das wäre unethisch und illegal. Wir möchten, dass Sie Ihre nächste Sitzung aufzeichnen. Und mein Boss hat eine Liste mit Fragen, die Sie stellen sollen. Haben Sie damit ein Problem? Nein, kein Problem. Ich sollte mir das wohl nicht anhören. Aber ich kann nicht aufhören. Wer das hinterlassen hat, war wohl mit der Arbeit der Polizei nicht zufrieden. Don't know.
Die nächsten vier holen wir uns in der nächsten Folge. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Okay, dann holen wir uns erst die hier in diesem Gebiet. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Das machen wir noch und dann gehen wir zu Sable. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein!